Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die in Modern Warfare of the Walkers. Und ja, wir haben den siebten Tag, 14.45 Uhr fast. Und ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen bemühen, dass wir hier nicht den Löffel abgeben. Ich habe gerade schon in den Kommentaren gelesen vom letzten Video, ich soll die Fackel nicht vergessen. KL bedeutet sehr viel, dass ich die Fackel an der Wand bringe. Wo seid ihr denn, ihr guten Fackeln? Dann wollen wir das doch als allererstes schon mal erledigen. Und dann müssen wir gucken, wie wir den kleinen Bunker so ein bisschen absichern können für die Nacht. Denn das geht ganz schön rund heute, glaube ich. So, Candle müsste ja ganz oben sein. Candles? Okay, da. Ich habe sie. Okay, die Candle, die darf man ja eigentlich an die Wände anbringen. Okay, guck mal, boah, machen die dicht, ey. Sieht sie halt nicht. So, dann ist unser Bunker mal wunderschön ausgeleuchtet und die Kerzen werden niemals ausgehen, was eine sehr geile Sache ist. So, dann habe ich natürlich das Kommentar von Wadadingsbums, nein, war nur ein Scherz, von Fandingbums gelesen. Er legt sehr großen Wert darauf, dass ich den Namen richtig ausspreche, was aber verständlich ist, denn wer will denn auch falsch ausgesprochen werden? Fandingbums. So, ich muss mir das einprägen, tut mir leid, ich überlese das einfach immer so schnell. Gut, hier oben hätten wir auch noch ein Kätzchen hinstecken können, ne? Gut, ja, dann lass uns mal ein bisschen Holz farmen. Ja, richtiger Eingang. Ein wenig Holz. Unsere Bäume wachsen, aber die farme ich noch nicht ab. Die sind mir noch zu klein. So, wir flitzen mal da hinten hin. Und ich muss, wir haben nur Stacheln eigentlich ein, mehr nicht, ne? Und da unten vielleicht nochmal ein Piekschen hin. Aber was soll man denn da auch machen sonst an Sicherheit? Wir sind ja noch so low. Da kannst du einfach nichts machen. Gut, ich habe geskillt in der letzten Folge, wie hieß es, Quality Joe. Das war nicht das Richtige, das war falsch. Den Rest, also das Skillen, dass das besser wird mit dem Finden, ist levelabhängig und wir müssen einfach looten, damit das sich verbessert. Ne? Quality Joe gibt einfach mal einen kleinen Bonus mit drauf und tatsächlich haben wir unsere Lucille hier durch Zufall gefunden. Ist halt, ja, Loot, Glück. Ja, mal gucken, wie gut die ist. Und gleich mit dem wenigsten Ausdauer ran an den Speck. Schön was trinken. Das ist jetzt ein Ausdauer. Schöner Leck. Ja, da fehlen die Stacheln dran, ne? Und? Jetzt los. Also, auch der Knibbel, der taucht einfach nichts auf, wenn der jetzt super gut ist. Bibi! Boah, wie viel Level haben wir denn gemacht hier? Heftig. So. Okay, was wir machen müssen, ist erstmal für die Nacht uns safe. Das ist jetzt das 1, das A und das O und das X und das Y. Da kommt ein Zombie, ich sehe ihn. Und dann fahren wir mal zum Händler verkaufen, ein paar Waffen. Gucken mal nach neuen Rezepten. Oh, das ging gut. Und auch unterschiedlich starke Zombies, ne? Wenn wir eine Quest machen können nebenbei, wäre es natürlich mal super, damit ich mal endlich eine abschließe. Ich habe ja zwar schon die hier, da sollten wir noch Eisenäxte herstellen, das ist schwer. Questbelohnung, Serienbelohnung, war auch was. Gesammeltes Klebeband 5, gesammelt Stofffetzen, Aloe, yeah, Creme. Ja, langweilig, Class. Was ist Scholler? Plastik? Oh, das haben wir sogar. Mortar und fertige den Mortar und den Pestle. Gesammelter Kleber. Die könnten wir eigentlich machen, ne? Die hört sich ganz gut an. So. Wo darf ich den Mortar denn schon herstellen? Müssen wir gleich gucken. Klopp, klopp, klopp. Na, so viel Holz ist es nicht, was man bekommt. Leider. Aber dafür auch ein bisschen Kohle immer. Schwupp. Jewupp. Schon ganz aufgeregt von der Nacht. Gut, dann lass uns mal die beiden Bäume noch wegfetzen. Ausdauer müssen wir bis das skillen, ne? Das ist auf jeden Fall eine Skillung wert, aber wir müssen... Also ich bin noch mit mir selber so ein bisschen überfordert, muss ich sagen, was das ganze Skilling betrifft. Ne, wir haben ja hier Wissenschaft, das muss ja schnell, aber wir haben ja noch so viel Zeit. Farming, ach, wir haben doch noch diesen Kackbaum da gemacht, ne? Lauf, Forest, Lauf, Ausdauer. 10, darf ich den nicht? Fertigungszeit, Fertigungsqualität 100. Fertig alle nur die Kategorien, ansonsten schneller und reparierst. Kauft die Fertigkeit um die Qualität von, darf ich eh nicht, 10? Ne, 1 Punkt. Ach, ich
bin unschlüssig. Ausdauer, aber das lernen wir ja selber. Da ist er. Den muss ich ja lernen jetzt. Wir wollen ja die Quest machen. Den Mortar und Pestle bauen, die man im Endeffekt eigentlich gar nicht so oft nutzen musste. Jetzt brauche ich schön Holz. Und die Zeit, die rast dahin. Schön dicker Baum. So, und nebenbei kann man immer wunderbar Kaffee trinken. Wenn kein blöder Zombie kommt. Na, ich vermute, die Zombies, die hauen oben die Luke platt. Und ja, dann stehen wir doof da. Ne? Dann kommen sie runter und ich sterbe. Das hoffen wir mal nicht, weil dann alles voller Zombies da unten ist. Deswegen werden wir unser Loot sichern. Ich will nicht sterben. Keine Ausdauer mehr, ich weiß. So. Ausdauertraining. Ausdauer, dann soll der Mortar. Da. Der muss. Der braucht diese doofen. Ach ja, klar, das ist ja die Quest im Endeffekt, ne? Wir brauchen den Kleber, wir brauchen das Plastik. Also wir brauchen das Plastik ja doch schon mal. War das schon immer im Rezept mit drin? Komm, wir gehen mal zurück und gucken uns das an. Ob wir das bauen dürfen. 17.02 Uhr. Leck, 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 leck. So, alles schön zum Schmelzi-Schmelz machen. Naja, der Knüppel. Der haut mich jetzt nicht um. Ne? Er haut auch kaum Zombies um. Vielleicht eine Stripperin. Eine Stripperin. Die hat er umgehauen. 101 Wellness. Die Stripperin hat er umgenockt. Nur gut. Nehme ich mit und tausche aus. Oh, jetzt geht das wieder los. So, aufräumen. Cowboy Joe. Es ist schnell, ne? Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, der Knüppel. Kann man mal so sagen, ne? Da waren wir hier schon mal drin. Ja, hier waren wir schon drin. Gut, natürlich waren wir schon da drin. Lili. Plastik, wartet. Oder sogar Plastik drin. Kleber. Einmal abchecken, Quest. Und dann sollen wir nur noch den Mortar fertigen. Das ist ja einfach. Dauert 15 Sekunden. Wo ist unsere komische Sachenkiste? Da. Kondome. Komische Sachen. Irgendwie ist alles komisch, was ich habe. So, da ist auch der Mortar. Das ist einfach nur der Mörser. In einem guten Haushalt hat man auch einen Mörser. So. Und damit haben wir eine abgeschlossen. Es gab auch richtig gute Erfahrungspunkte, glaube ich. Mhm. Als nächstes will er Cotton und bla bla bla. Sie sind sehr umfangreich, diese Aufgaben. Ne, tötet Tiere, da kommt man ja alleine irgendwie hin. Electrical Parts, Mechanical Parts, viel. Uiuiui. Aber das muss nicht mit aller Macht jetzt fertig gemacht werden. Ey, wir haben noch das andere Lager, fällt mir gerade ein. Wir brauchen die erst dann. Immerhin haben wir schon mal Motor. Hoffentlich ist das Feuer nicht schlimm hier. Jetzt habe ich irgendwas reingeworfen, die Karte. Können wir auch lesen. Dann ist sie weg. Hier ist lecker Mampf drin. Unser Wasser. Oh, das ist immer noch in der Zubereitung. Heftig. Auch wenn man das Spiel ausmacht, wieder an. Ne? Dann geht das einfach weiter, finde ich. Ziemlich gut. So, schimmeliges Brot. Wo habe ich dich denn? Hier sind auch nochmal Teile. Oh, das ist alles wieder durcheinander. Da muss ich ganz dringend mal eine Runde sortieren gehen. Ne? Trinken, essen, Pfeile. Wie viele verschiedene Pfeile ich habe. Na, Munition und Waffen kommen woanders hin. Ich habe keine Zeit zum Aufräumen, ne? Also diesmal ganz vernünftig alles sortieren.
so wie es sein soll, dass wir eine Kiste haben mit Essen, eine Kiste mit Schrott, eine Kiste mit Kram wie das hier, dann eine Kiste mit ich weiß noch nicht und Feuer und eine seltsame Kiste. Alle Kisten einfach, ne? Damit wir da mal ein bisschen Grundordnung reinkriegen, ne? Wir fangen jetzt schon mal ein bisschen an. Die eine schon doppelt, super. Ne, wir müssen das eigentlich aus den anderen auch noch rausholen. Erdbohrerteile. Zweimal Blutabnahmeset. So. Taschenlampen. Was eigentlich mit der Werkbank? Die muss ich noch leeren, ne? Da unten. Oh, der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel, der wird mich fertig machen. Oh, ich habe noch eine Fernbedienung. Nein, falsch, stimmt. Concentration. Dann beschriften auch und sowas alles. Jetzt ist sie weg, da ist sie. Damit das alles Hand und Fuß hat. Ne, was habe ich hier? Hier tue ich jetzt einfach mal Öl rein, Fässer. Ein Kochtopf, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Reparatursets. Habe ich bestimmt auch schon mehrfach gesteckt. Ein Stein kann weg. 500 Holz. Oh, wir haben genau 500 Holz gesammelt. Respekto. Dann pflanze ich mal die Bäume. Ich muss noch die Dinger im Auftrag geben. Ihr wisst schon, was ich meine. Stacheln. Das wird ja ein wunderschönes Eckchen da damit. 18 Uhr ist ja noch früh. Passiert noch gar nichts. Keine Angst. Die mit alles im Griff. So. Dann verschwindet der Bunker in den Bäumen. Dann müssen wir uns ja vorstellen, dass auch andere Spieler kommen könnten. Was ja nicht passiert, weil wir nicht auf dem Server sind. So, das habe ich super toll aufgeräumt. So gut wie gar nicht. Wir gehen mal in den anderen Bunker. Quatsch, wartet. Stacheln. Einfach mal im Auftrag geben. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Also ich glaube eher nicht. Das ist die erste siebte Nacht. Da muss es nicht klappen. Wäre aber schön. Sehr geil. Oh, was ist das denn manchmal, ey? Ja, also so seltsam starke Lecks. Passen doch gar nicht in mein Spiel rein. Komm, ich mach noch ein paar Level. Ein paar Level. Geh wieder. Hey. Du. Aua. Hat er mir voll erwischt. Und dieser dumme Stun, der viel zu lang geht. So, dass der nicht mal... Wow. Dynamitstange? Gut gemacht, Tim. Ich will hier in die Hütte rein. Wenn wir noch nicht drin waren. Naja, Stuart, stell dich so an. Natürlich waren wir schon da drin. Hätte fast gesprengt. Aber für was? Was ist mit meinem Bünkerchen? Da. Mann, wir waren ja schon überall drin. Ich kann überhaupt nicht sprengen. Das musste jetzt sein. Darf ich nicht? Dann setze ich mal Notiz. Okay, das sind. Ja, die Quests darf man mehrfach machen, ne? So. Okay, Piekser. Ja, schon ein bisschen viele. Die töten die Zombies wenigstens. Die anderen, die machen denen nur die Beine kurz, ne? Das ist das Doofe. Und nicht vergessen, dass ich selber da noch rein muss. Vielleicht sind wir da unten ja komplett in Ruhe. Wer weiß. Vielleicht sollten wir den einfach nur noch tiefer machen. Na, da unten ist jetzt natürlich auch das Problem. Das da.
Feuer brennt. Es kann natürlich auch sein, dass sie das da zu heiß finden und dass die so magisch anzieht, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? So, also in den nächsten Tag wollen wir mal zum Händler ein paar Waffen verkaufen, ein bisschen Talas verdienen. Auch den Knüppel hier, den hauen wir direkt raus. Das ist mal tricky. Also mehr als Sicherheit kann ich mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, die ich selber schaffen kann. Ich könnte noch eine Wand darum bauen, die sie erstmal zerknüppeln müssen, aus schönem Beton später. Aber irgendwie ist das so schön, wenn der... Aber jetzt ist er auch nicht mehr versteckt. Mann, der war schon überall drin. Oh, vielleicht schaffen wir noch, die Horde Schwestern wegzuputzen. Die sind ja nicht so stark. Fürs Leveln. Oh. Vorsicht. Wow, dicke Tante. Oh, 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 oh. Das war jetzt gemein. Wo kamen die denn plötzlich her? Ja, ein verdienter Tod. Aber dieser dumme Kackbiss dann immer. Dass du dich nicht mehr wegrennen kannst. Dann bist du verloren. Boah, richte mich auf, ey. Dieser Piss dann, dass du da 2 Stunden dich halt gefühlt nicht bewegen darfst. Mann. Leck mich am Arsch, ey. Mann. Ja, rubbel dir nicht die halbe Stunde in den Kopf. Wo ist mein Kackrucksack? Da. Ärgerlich. Fast ein Level gemacht, aber. Oh. Sind dicke Alte jetzt. Hm. Okay, die kriegen noch Platz. Ah, Wut. Nämlich dich auch noch kommen. Wie lange haben wir noch? Okay. Jawohl. Ach, ich meine, ich ärgere mich jetzt, ey. Das ist so ein unnützer Tod gewesen, weil ich wollte ja unbedingt noch die Zombies töten. Aber die Dicke habe ich absolut gar nicht gesehen. Der hat sich angeschlichen. Boah. Langsam mag ich aber unseren Knüppel. Wo ist er denn jetzt? Ich will mich rächen, ey. Mann. Gut, ein blöder Tod. Passiert. Vor allen Dingen mir. So, was haben wir denn jetzt? Wir gehen, ich will noch nicht runter. Ist noch zu früh. So spätestens eine halbe Stunde, also in 20 Ingame-Minuten. Ein bisschen rumwuseln. Weil durch diesen Looten ja man auch levelt. Ja, ich habe ihn gesehen. Was? Wo kommst du denn schon her? Boah, nicht lecken. So. Okay. Ein Stein! Gut, jetzt gehe ich aber runter. Es wird knapp, es wird eng und es wird furchtbar. Es wird laut. Es wird katastrophal. So. Klappe ist auch zu. Aufwerten darf ich sie immer noch nicht, ne? Ich habe ein bisschen Metall 7. Das wird nicht reichen. Brauche ich wahrscheinlich 10. Halt, ich muss noch Nalinchenmäßig kommen. Diesmal das hier. Der will den, ne, den kann man nicht aufwerten, das Türchen, ne? Dann müssen wir eventuell, schaffe ich es noch, eine Holztür zu bauen? Na, dann muss ich die jetzt zerkloppen. Und die dann aufwerten. Obwohl, ich weiß nicht, wie stabil die ist. Das ist das Problem jetzt. Okay, runter. Es ist ja schon tief, ne? Wir könnten vielleicht sogar noch tiefer. Level Eisen.
Könnten wir fast sogar bauen. Taler rein. Was habe ich noch Schönes? Ein Blei. Tungsten. Das ist das erste Tungsten, was da drin geschmolzen wird. Brass. Das dauert ja nicht lange, ne? Das geht ja eigentlich rubbel die Katze hier. Muss halt große Mengen reinpfeffern. Ein Hammer safe ich mal. Ja, das ist alles gut. Das Inventar ist perfekt. So, dann müssen wir es nur abwarten. Wir werden es hören, wenn es losgeht. Verdammt. Hier habe ich noch nichts drin. Ich habe Stoff reingepackt, okay. Was wir haben, das haben wir schon mal. Das ist gut. So, jetzt geht's los. Bin auf jeden Fall schon mal. Heißt, sie wissen, dass ich hier unten bin. Laufen durch meine Stacheln oben. Also hier kommt sowas wie Stoff und Zellulose rein. Oh Gott. Also die Stacheln machen das, was sie sollen. Und die hauen da auf die Nikowurf schon. Oh nee, ne? Ob die dann geschmeidig und langsam runterkommen? Ich hätte da. Boah, wenn man da eine geile Midi-Waffe hätte, dann. Ist so leise. Da brauchen wir eine Werkbank für. Auf jeden Fall davor. Für Eisen habe ich denn in der Tasche. Oh gut. Ich sehe auch gar nichts. Ne? Sorry, aber ihr seht ja wenigstens die Zahlen. Im Flur ist alles gut. Auch noch schön daneben. Was? Das war ein Hieb. Oh, was? Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge.